Ich freue mich sehr auf den Vortrag, weil du mir verraten hast, dass du auch ein bisschen was zu Typografie und Inhalt sagst und der Bedeutung der Inhalte über die reine Infografik hinaus. Ich klaue dir nicht noch mehr Zeit, weil ich weiß, dass es sowieso sehr eng bemessen ist und freue mich auf den Vortrag. Dankeschön. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Danke auch, Michael, für die schöne Einleitung über den schönsten Beruf der Welt, über den ich auch was erzählen darf. Ich will ein bisschen was über Visual Storytelling erzählen, weil bei uns geht der Bereich oder der Begriff Infografik eigentlich schon mehr in diese Richtung. Das heißt, wir werden unseren Claim der Firma, was in Information Design oder Informationsdesign hieß, jetzt zu Visual Storytelling ein bisschen verändern. Wir haben übrigens, meine Firma ist 15, besteht aus 15 Menschen, wobei 9 Frauen in dieser Firma sind. Also bei uns ist das schon ein bisschen anders. Ja, ich habe mich auf Visual Storytelling konzentriert. Ich habe 2 Grafiken mitgebracht, die ich besonders liebe, wo man sehr gut dran erkennen kann, glaube ich, was ich damit meine. Und zwar kann auch ein einfacher Chart Geschichten erzählen. Das heißt, ich sehe mich auch so ein bisschen mehr als Geschichtenerzähler. Sie hatten ja gesagt, ich komme vom Stern. Das heißt, ich habe beim Stern schon vor meinem Studium so ein bisschen den Journalismus eingehaucht bekommen und bin da auch hängen geblieben. Und wir haben hier eine Grafik, die liebe ich über alles, weil die haben wir, weil die so gut funktioniert. Die haben wir für das Bundesministerium gemacht, für Arbeit und Soziales, zur Altersvorsorge. Und die funktioniert eigentlich in 3 Schritten. Wir haben einmal einen Text in der Mitte, der ein bisschen beschreibt, worum es da geht. Es gibt eine ganz einfache Visualisierung, nämlich oben, um es auf den Punkt zu bringen, jemand, der sehr jung ist und früh anfängt, Geld einzuzahlen, nämlich ganz kleine Beträge, die er ganz einfach stemmen kann, der kommt einfacher dabei über die Runden, als der spät anfängt und sehr viel zu stemmen hat. Der kriegt das nämlich gar nicht mehr hoch, das Paket. Und wer es genau wissen will, sieht es nochmal unten in dem Chart. Und das ist eigentlich eine ganz einfache Infografik, ein Diagramm, die aber auch in sich eine kleine Geschichte erzählen kann. Dass es auch größer und komplexer geht, da habe ich eine Grafik mitgebracht, die ich mal für die Welt am Sonntag gemacht habe, das ist auch schon ein bisschen her. Das muss so 2004, 2005 gewesen sein. So fängt eine, ich habe das jetzt mal in vielen Schritten mitgebracht, um so ein bisschen zu erzählen, wie auch so eine Infografik entsteht. Die ist halt besonders schön, weil ich glaube, man sehr gut erkennen kann, wie sowas funktioniert. Wenn man in so einer Redaktion arbeitet, dann hatte ich halt die Aufgabe, mach mal diese Panoramaseiten, die auch die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung so schön gemacht hatte. Die wollen wir jetzt auch in der Welt am Sonntag haben. Und dann hieß es, da gibt es einen Autor, der schreibt einen Text. Und da gibt es auch Bilder, die kommen noch. Deswegen sind hier unten Bilder. Die kommen noch irgendwann aus der Bildredaktion. Und du machst dann eine Infografik, da habe ich einfach mal angefangen, ich will erzählen, wie der Orca war, wie der lebt, was er isst, wo er lebt, wie er taucht und so weiter. Das war meine Idee und deswegen habe ich diese grobe Skizze mal so entwickelt, um der Redaktion auch zu zeigen, was ich vorhabe. Dann fängt man einfach an und macht halt, baut das Raster auf und hier mit Illustrator ganz einfach den Orca-Wal gezeichnet, dann in Photoshop ein bisschen aufgebessert. Dann kommt ein bisschen Text dazu und weitere Grafiken, bis so das Ganze dann irgendwie steht. Das ging über mehrere Wochen, weil man immer wieder dran arbeitet. Das war also jetzt keine Grafik, keine Breaking News Grafik, die man in ein paar Tagen machen muss, sondern es zog sich etwas hin. Und wie man sieht, hier unten fehlen immer noch die Bilder, weil die sollten immer noch aus der Bildredaktion kommen und der Text war auch noch nicht da. Ich wusste auch gar nicht, was in dem Text steht. Und das zeigt im Prinzip auch, wie so Redaktionen heute immer noch zum größten Teil funktionieren, wo eigentlich keiner miteinander richtig arbeitet. Und dann war ich auch mal wieder weg und als ich wieder zurückkam, hatte man dann meine Grafik umgebaut, denn die Bilder waren inzwischen da. Und dann hat man die Bilder so links hingepackt, das war ein Layouter, der die Grafik dann gemacht hat, schön den Text in Block daneben immer noch so ein bisschen freigestellt hatte, die Schnauze und rechts meine Infografik. Und da bin ich natürlich ein bisschen an die Decke gegangen und gesagt, das geht so nicht, weil diese Bilder dort ja auch zeigen, was in der Grafik vorkommt, nämlich was der Orca frisst oder wie er jagt und auch das Familienleben. Und ich habe die ganze Grafik dann nochmal umgebaut und das sah dann so aus und ist für mich eine perfekt funktionierende Infografik als eine große, ja, es ist eigentlich ein großes Poster über den Orca-Wal,
wo auch der Text seine Berechtigung findet und die Bilder sind jetzt an die richtige Stelle gepackt. Ich habe das hier auch mal angezeigt. Das heißt, es gibt auf dieser Seite überall Themenbereiche, nämlich wie er sich orientiert. Über die Flosse oben gibt es Informationen. Und so kann sich der Leser halt über mehrere Bereiche informieren und auch eben unterschiedlich einsteigen. Ich habe noch ein aktuelles Projekt mitgebracht, was wir in meiner Agentur jetzt machen. Das geht über 2 Jahre, dieses Projekt. Wir müssen jeden Tag ungefähr 2 dieser Grafiken fertig machen. Das sind für die BDK-Reiseführer, die kommen jetzt neu. Und wir müssen für jeden Reiseführer, das sind 150 Stück, ca. 7 Grafiken machen. Dann kommt man auf 1000 Infografiken. Und was wir hier machen, ist wirklich sehr speziell. Ich habe mal ein paar Beispiele ein bisschen größer gemacht. Das heißt, meine Mitarbeiter, und das sind immer 5, 6 Leute, jeden Tag damit beschäftigt, wir skizzieren das, wir entscheiden sogar teilweise selber, welche Themen wir nehmen. Wir produzieren die Grafiken, wir texten sie selber und was eben entscheidend ist, und das kostet schon mal ungefähr die Hälfte der Zeit, wir recherchieren die Grafiken auch selber und wir haben 1000 Themen. Wir haben nachher eigentlich die ganze Welt erklärt. Also die sind wirklich so unterschiedlich, mal mit Diagrammen, mal Architektur. Also es ist wirklich alles dabei und das macht wahnsinnig viel Spaß. Aber der entscheidende Punkt ist eben die Recherche, die so viel Zeit auch benötigt. Und Recherche war jetzt auch ein Thema, wo ich ein bisschen mehr darüber erzählen wollte, warum das so wichtig ist oder warum das für uns einer der entscheidenden Punkte ist. Ich gehe auch mal wieder ein bisschen eine Zeit zurück. Man sieht mich hier buddeln im Neandertal. Da war ich noch beim Stern, da bin ich mit Horst Günther Roth, mit einem Redakteur aus der Wissenschaftsredaktion, der ist immer noch da beim Stern, bin ich ins Neandertal gereist und wir wollten eine Infografik machen über die Ausgrabungen, die dort fortgeführt wurden. Hier sieht man den Professor, der das ausgibt, und seine Assistentin. Und die hatten noch gar nicht richtig angefangen, als wir da waren, und wir sagten, wir müssen eigentlich in 3, 4 Tagen eine Geschichte haben, weil das soll in den Stern. Und dann hat er gesagt, ja, dann müssen Sie mitmachen. Und das ist für mich natürlich ein Traum in Erfüllung gegangen. Das heißt, ich konnte mal mitbuddeln und man sieht mich hier auch, ich habe das erste Teil gefunden, nämlich ein altes Werkzeug vom Neandertaler, 30.000 Jahre alt. Dann wird man, das wird in so eine Tüte getan und dann kommt da der Name drauf, des Finders und so. Also da ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen und es ist für mich halt so ein Sinnbild für das, was wir eigentlich immer tun. Das heißt, man muss sich mit den Dingen, mit denen man sich beschäftigt, also wenn ich eine Grafik über den Neandertaler, über diese Ausgrabung machen soll, muss ich mich da erst reindenken und das kann ich natürlich am besten, wenn ich dann im Dreck wühle, im wahrsten Sinne des Wortes, und der Sache auf den Grund gehe. Das wäre auch noch ein schönes Sinnbild. Ja, und das machen wir heute, wenn es geht, immer noch gerne. Also wir gucken uns die Dinge an, wir gehen ein bisschen raus. Die Zeit hat man natürlich nicht immer, oder der Kunde bezahlt das nicht immer. Und ich zeige mal so ein bisschen, wie diese Grafik entstanden ist. Das heißt, man bekommt dann von dem Grabungsleiter ein paar Grafiken, macht selber ein bisschen Skizzen, versucht die Materie überhaupt zu verstehen. Das ist ein bisschen komplex, das würde jetzt sehr weit für mich, das erkläre, dass da früher mal eine Höhle war. Also das war ein Kalkabbaugebiet, das war eine schöne alte Schlucht. Dann gibt es eben noch, dann guckt man sich Karten an, wo bin ich da überhaupt, was ist das eigentlich alles. Man muss sich, da sind wir wieder bei den historischen Infografiken, man muss alte Grafiken suchen aus der Zeit um 1850, als der Neandertaler entdeckt wurde. Dann sieht man diesen roten Fleck, das war nämlich dieser Kalk, das war so eine Kalkschlucht, die ungefähr 1 Kilometer lang war. Und dort hat man für die Verhüttung im Ruhrgebiet diesen Kalk abgebaut. Und einer dieser Neandertalerhöhle war halt in diesem Kalk drin, man hat diesen alles, was in der Höhle war, eigentlich rausgeschmissen, weil man es nicht brauchte, sondern nur den Kalk, und das lag oder liegt heute immer noch dort auf dem Boden, und da ist dann weiterer Dreck rübergekommen. Was ich auch dann immer mache, ich besorge mir einfach ein bisschen Bildmaterial, um zu verstehen, wie es damals aussah. Ein guter Tipp ist, bei eBay zu gucken. Ich suche immer Postkarten bei eBay, die muss man auch gar nicht kaufen, man muss einfach nur die Bilder dann sich runterladen und angucken. Das ist eigentlich auch ein ganz guter Trick. Man bekommt dann aus der Bildredaktion vom Stern, das ist natürlich schön, wenn man bei so einem Blatt wie dem Stern arbeitet, sehr viel Material. Hat dann hier unten Düsseldorf, weil durch dieses Tal fließt die Düssel nach Düsseldorf. Und ich hatte die Idee, ich muss das irgendwie auch in der Grafik unterbringen. Das heißt, ich lasse mir dann von der Bildredaktion Material besorgen, wie Düsseldorf um 1850 aussah.
Und dann entsteht so ein bisschen diese Grafik, das heißt, ich habe die dann in 3D dieses ganze Gelände versucht nachzubauen, einmal wie die Schlucht um 1850 aussah und dann in dem Jahre 2000, wo ich die Grafik gemacht habe, habe ich das dann so weiß gelassen, das sieht man jetzt hier auch so ein bisschen, weil hätte ich das realistisch gebaut, hätte man nur Wald gesehen, das macht also keinen Sinn. Deswegen ist es jetzt so ein bisschen eine Schneelandschaft, ich weiß nicht, ob ich das heute ein bisschen anders machen würde, aber es war halt zu der Zeit so, man sieht links eben so eine Vergrößerung, wo die Höhle früher war und wo die Sachen liegen und die fertige Grafik sah dann so aus. Und das Interessante war eben noch, dass hier unten dieses Neandertal-Museum heute ist, also man hat noch einen zusätzlichen Nutzen. Und ganz oben links sehen wir dann Düsseldorf, wie es damals aussah und die Düssel, die dort dann hinfließt. Das heißt, ich habe extra die Grafik so gedreht, dass Düsseldorf dort auch noch vorkam. Ja, ich dachte, wenn man beim Typotag ist, muss ich unbedingt irgendwas mit Typografie machen. Und dachte, ich habe ein schönes Thema, nämlich Headlines, ne, ganz aktuell. Wir sind nicht mehr Papst, aber Headlines spielen eine ganz wichtige Rolle und ich finde auch bei Infografiken merke ich komischerweise immer wieder, dass es doch sehr wichtig ist. Also mir macht es einen Höllenspaß eben auch zu texten. Wir arbeiten, das hatte ich vorhin auch schon mal erzählt, wir arbeiten ganz selten mit Blindtext und arbeiten oder ich arbeite auch sehr gerne eben mit Headlines und versuche auch interessante und witzige Headlines zu machen. Der diese Headline gemacht hat, ist übrigens Georg Streiter, der ist heute Bundespressesprecher der Kanzlerin. Ist auch sehr interessant. Ich habe mal so ein paar rausgesucht. Wir haben hier eine Grafik, für die wir auch schon ein paar Preise gewonnen haben. Da geht es um den Transfermarkt von Fußballspielern. Und das ist bei uns einfach so entstanden. Wir machen ja das in Graphics-Magazin, da zeige ich auch noch ein bisschen was dazu. Wo wir uns so ein bisschen austoben und einfach versuchen, Spaß zu haben an diesen Themen und haben das halt so visualisiert. Das heißt, es ist einfach nur eine geografische Position eines Fußballspielers, der von Südamerika hier unten, der kommt dann aus Südamerika nach Europa und wechselt dann den Ort, wo er spielt und wird ja auch mehr wert, also durch den Transfer. Und die Linie zeigt das einfach an, je dicker sie wird, umso mehr wert wird. Und irgendeiner in der Agentur kam dann zufällig so am Monitor vorbei und dachte, das sieht ja aus wie Kalligrafie. Und so ist dann plötzlich diese Headline entstanden. Dann sagt jemand, das ist Transferkalligrafie. Und das funktioniert einfach, finde ich, wunderbar. Ein anderes Beispiel, 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland, haben wir gesagt, das machen wir auf einen Kreis. Nicht immer sind diese Visualisierungen sinnvoll, weil wir dachten aber, es ist ganz spannend, wenn man das so visualisiert, dass wenn man am Ende einmal wieder rumgekommen ist, kann man eigentlich sehen, wo kommen wir her und wo stehen wir heute? Es macht also Sinn. Dann haben wir noch die tolle Überschrift dazu entwickelt, ein rundes Jubiläum. Im Englischen klappt es dann auch sehr gut, Big 6-0. Das sind die Momente, wo man dann so steht und sagt, yes, na, wir haben es, das funktioniert. Und wir haben dann auch eine Grafik gemacht, was wir auch oft tun, das heißt, wir entwickeln die Grafiken einfach aus eigener Kraft und sagen, wir werden das schon irgendwie verkaufen, haben das dann auf Deutsch und auf Englisch nochmal in Helvetica und ganz normal Times angeboten, damit die Redaktion sich dann die Grafik nehmen können und auch drucken können. Das ist dann auch passiert, das heißt die Berliner Morgenpost hat die Grafik gekauft und hat diese Grafik sogar auf den Titel der Berliner Morgenpost gepackt. Und wir haben ja nun diese tolle Vorgabe, ein rundes Jubiläum und dann war irgendein, ich glaube stellvertretender Chefredakteur, habe ich dann mal so ein bisschen nachrecherchiert, der gedacht hat, die kann ja nicht stehen bleiben, die Headline, ich muss eine eigene Headline machen. Und er hat dann rübergeschrieben, herzlichen Glückwunsch. Und damit ist eigentlich schon diese ganze Grafik tot. Nicht nur, dass da noch so eine blöde Werbung unten ist und noch mehrere Headlines da drüber stehen. Also man sieht daran sehr schön, wie so eine Grafik eigentlich ziemlich schnell zerstört werden kann. Eine niederländische, das Finanzielle Dageblatt in Holland hat das auch gemacht, hat irgendwas rübergeschrieben. Ich weiß nicht, wer kann irgendjemand hier Holländisch? Das muss irgendwie so heißen wie jung und doch ins Alter gekommen oder so. Jung und doch schon Rentner, ja, okay. Auch sehr schön. Und wir haben die Südwestpresse, die hat eine ganze Doppelseite gemacht, mit viel drumherum noch gebaut, Freistellern und 6 Jahrzehnte in Zahlen. Also, ja, ziemlich langweilig. Also das zum Thema Headlines. Ich habe auch noch mehr Beispiele. Wir haben eine der Grafik gemacht, auch in dem InGraphics über den Ötzi.
nicht den, der singt, sondern den, der zwischen Südtirol und Deutschland genau auf der Grenze lag. Die Illustration hat Fabian Rüdi gemacht, das ist einer, der hat in der Schweiz wissenschaftliche Illustration studiert. Also auch das sind ganz spannende Studiengänge, die lernen wirklich auch so, das passt so ein bisschen zu der Archäologie, die lernen dann wirklich, wie man ganz realistisch Dinge nachzeichnet. Und es gab auch einen Grund, diese Grafik zu machen, nämlich, dass der Ötzi hat ein Gesicht bekommen, weil irgendwie auch zwei Niederländer, wir waren ja gerade in den Niederlanden, zwei Wissenschaftler haben eben das Gesicht rekonstruiert vom Ötzi und wir haben versucht, das eben auch darzustellen. Ich dachte, da muss man auch eine tolle Headline zu bilden und bin darauf gekommen, das zu nennen, alter Ego mit neuem Gesicht, also eine zwiegespaltene Person. Also dachte, das wäre eine ganz tolle Idee, sowas zu machen. War da auch ganz stolz drauf und wir haben die Grafik dann an die Zeit verkauft. Wir machen ja sehr oft Grafiken für die Zeit im Auftrag oder die Zeit nimmt unsere Grafiken dann, in diesem Fall auch. Sie haben die Grafik übernommen und haben auch die Überschrift geändert und die sah dann so aus. Der Eismann. Auch sehr interessant ist allein so diese Zwischenüberschriften, was wir haben geschrieben, was uns die Mumie erzählt. Ne? Und dann steht hier Ötzis Gesundheitszeugnis. Also ich finde das andere so ein bisschen literarischer, also es ist einfach irgendwie, aber die Zeit, ich weiß auch nicht warum, aber ich muss mit denen nochmal diskutieren darüber. Ist mir wirklich jetzt bei dieser, als ich das zusammengetragen habe, ist mir das so ein bisschen aufgefallen. Ich habe nämlich noch ein Beispiel aus der Zeit. Wir haben eine Grafik gemacht, das war dann wirklich ein Auftrag zum arabischen Frühling was zu machen. Ich habe dann gesagt, auch war inspiriert von einer alten Grafik, nämlich aus den Fortune-Heften, die hier irgendwo auch hängen, wo die damals schon 1930 oder 40 Venezuela auf den Kopf gedreht hatten. Und ich sagte, das muss ich auch mal machen. Ich fand hier eine gute Möglichkeit, das auch umzusetzen. Ich dachte, das funktioniert auch so. Also die Menschen sind so intelligent und erkennen eben Italien auf den Kopf und kriegen das denn hin. Aber die Zeit musste noch darüber schreiben, von Europa aus gesehen. Dann mussten wir auch noch Deutschland rausnehmen, das ist nämlich die Zeit um 1914, also die Zeit der Kolonialmächte und aus irgendwelchen Gründen mussten wir Deutschland rausnehmen. Ich dachte, das macht doch keinen Sinn, Deutschland war doch auch Kolonialmacht und hatte auch Gebiete in Afrika, wenn auch nicht da oben, aber das spielte halt eine Rolle. Ja, ging nicht, aber wir haben ja unser Heft und da konnte ich die Grafik dann nochmal neu machen und habe dann auch diese Headline daraus entwickelt, auch mit dieser typografischen mit diesem typografischen Kick, den Kopf auch noch umzudrehen, das funktioniert im Englischen genauso gut. Und da freut man sich dann immer ein bisschen drüber, dass man das so schön, die Welt steht Kopf, also die Headline beschreibt im Prinzip auch die Infografik. Und hier sehen wir jetzt auch wieder das German Empire da drin, was meiner Meinung nach nicht fehlen darf, wenn man das so macht. Noch ein Beispiel aus unserem Magazin, geteilte Inseln, wo wir dann die Headline einfach geteilt haben, auch eine typografische Feinheit, haben wir auch an die Zeit verkauft und die haben einfach nur einen Strich durchgemacht oben. Also auch wieder so ein bisschen, das bisschen kaputt gemacht, die Idee. Ich fand die eigentlich ganz schön, aber die haben irgendwie haben sie nicht den Mut dazu. Also was man daraus schon sehen kann, jetzt kommt nämlich mein Lieblingswort, was wir oder wo ich so ein bisschen verstehe, was wir auch machen, das ist die Leidenschaft für solche Grafiken auch zu kämpfen und das wäre auch das letzte Thema, was ich noch habe. Wir machen also dieses Magazin in Graphics, da können wir am besten unsere Leidenschaft ausleben, weil die meisten Kunden uns dann doch, oder wie man es bei der Zeit sieht, also nicht nur bei den Überschriften, auch bei vielen anderen Dingen, sind die Grafiken nie so, wie man sie selber will. Deswegen ist dieses Magazin eigentlich entstanden, weil wir gesagt haben, wir machen das mal so, wie wir das wollen. Wir machen einen Titel, wo nicht draufsteht, was man alles machen muss. Der Axel Springer Vertrieb, wir vertreiben das über den Bahnhofshandel, der hat mir gesagt, da müssen Sie alle Themen draufschreiben, das müssen Sie anteasern. Ich habe gesagt, da muss ich gar nichts machen, weil das ist mein Heft. Sonst verkaufe ich das selber. Ja, und wir haben es dann so durchgezogen und ich kann heute exklusiv das neue Heft, das haben wir nämlich vor ein paar Wochen gemacht, zeigen, den neuesten Titel. Hat noch keiner gesehen. Der sieht dann so aus. Zum Thema Wasser mit John Gumwade und James Serra mit Gastbeiträgen. Was man hier nicht so, ich habe es versucht so ein bisschen anzudeuten. Wir haben hier auch Lack auf dem Titel und der Lack zeigt so die drei Aggregatzustände vom Wasser. Also das Titelthema ist Wasser. Der Inhalt sieht so aus, das sind also alle Seiten. Man sieht eben, man kann jedes Thema, ist unsere Überzeugung, visuell darstellen mit Grafiken.
was wir immer wieder versuchen. Wir denken uns eigene Themen aus, wir gucken, was ist in diesem halben Jahr, da wir alles halbe Jahr erscheinen, was ist in diesem halben Jahr interessant, was können wir eventuell auch wieder verkaufen. Das heißt, wir produzieren es vor, auch wenn die Überschriften dann danach gekillt werden, egal. Aber wir müssen ja irgendwie versuchen, wieder Geld für das Geld zurückzubekommen, für das, was wir da reinstecken, weil wir wirklich ein paar Wochen sehr intensiv daran arbeiten. Und das ist dann, wir haben hier die, genau, kann ich gleich noch zeigen, ich glaube, da habe ich ein Beispiel von der Tour de France. Also Tour de France jährt sich zum 100. Mal und so entstehen eigentlich immer die Ideen. Oder einer der Mitarbeiter ist da und sagt, ich wollte schon immer mal was machen über. Und dann machen wir das einfach. Titelthema ist diese Wasserstrecke, das heißt, wir haben dann 5 Doppelseiten zum Thema Wasser. Und das zeigt auch dieses visuelle Storytelling auch über mehrere Doppelseiten. Das heißt, wir haben unten langlaufen sehr viele Fakten über Wasser, die wir gefunden haben, die sehr interessant waren. Fangen damit an, wo ist Wasser auf der Erde überhaupt? Wie ist das verfügbar, das Süßwasser? Also erstmal so ein Ist-Zustand. Dann erklären wir den Wasserkreislauf, wie der funktioniert. Dann haben wir ein tolles Material gefunden, um die Flüsse der Welt zu zeigen, mit ihren Einzugsgebieten, das heißt, von wo das Wasser eigentlich überall herkommt, die größten Flüsse und die damit verbundenen Verträge. Man sieht ganz oben da die Donau, die hat nämlich die meisten Verträge, ich glaube 43 Verträge mit 17 Ländern, die damit betroffen sind. Und das haben wir halt versucht dort zu visualisieren. Dann geht es weiter, inspiriert durch einen Film. Also wir haben dieses Jahr das Weltwasserjahr, im März ist auch so ein Weltwassertag. Also es wird jetzt ein großes Thema. Ein anderes Thema, was mich sehr interessiert hat, da kommt so ein bisschen der Journalist wieder in mir durch, das Thema Privatisierung. Die EU will eben die Wasserversorgung privatisieren, da kümmert sich diese Seite drum. Also welche Firmen dort beteiligt sind. Auch in Deutschland ist die Firma Veolia sehr stark, hat noch nie jemand gehört wahrscheinlich, ist aber milliardenschwer und ist wirklich gerade ein Thema, das wird auch in den nächsten Wochen noch bestimmt jetzt hochkochen. Und die letzte Seite beschäftigt sich mit etwas, was ich auch schon immer interessant fand. Die Grafik habe ich auch gemacht, die Mineralwassersorten. Und es gibt weltweit 4000 Sorten, in Deutschland gibt es 812 Mineralquellen, und wenn man erstmal anfängt, so eine Recherche zu machen, merkt man eigentlich, oh, da habe ich jetzt aber ein Fass aufgemacht. Also bei den 4000 Wassersorten weltweit, das zusammen zu recherchieren, hat mich ungefähr eine Woche gekostet. Die Grafik dann selber zu machen, geht eigentlich innerhalb eines Tages oder ein, zwei Tagen. Aber der Rechercheanteil ist halt so enorm groß, und man guckt halt immer, muss dann halt suchen, welche Marken sind das eigentlich, die die meisten in Deutschland verkaufen, sind nämlich in dem Bereich der von Firmen, wo man gar nichts gehört hat, die Schwarzgruppe, Hansa Hemann, das sind dann so Firmen, oder oben diese Altmühltaler Mineralbrunnen, die versorgen dann die Aldi und Lidl und Edeka, und die verkaufen auch am meisten. Nestle ist in Deutschland gar nicht so groß, was das Wasser betrifft, aber ist ein spannendes Thema. Ja, Tour de France haben wir uns diese Grafik überlegt. Die können wir auch schön anbieten zum Verkaufen, glaube ich, weil sie auch was ganz Neues ist, weil wir gesagt haben, wir müssen irgendwas visualisieren, und haben uns gedacht, wir visualisieren mal, welche Orte wurden eigentlich immer angefahren. Also wo endet eine Etappe? Es gab 100 Tour de France, oder dieses Jahr ist die 100. Und Paris ist natürlich die 100. Und dieses Jahr geht es auch in Korsika überhaupt mal los. Das gab es nämlich bisher noch gar nicht. Oder es ging auch bis nach Berlin, und auch in England wurden schon Etappen gefahren, und das visualisiert diese Grafik. Es gibt dazu noch eine zweite Seite, die mit Doping dann zu tun hat, natürlich. Ich habe aber jetzt noch ein anderes Beispiel. Das ist der Admiral Zheng He, der Chinesische, der schon vor den vor Columbus und der Santa Maria eigentlich unterwegs war. Die Geschichte kannte ich selber auch noch gar nicht so. Ist wahnsinnig beeindruckend, und man sieht über 3 Doppelseiten, wie was das überhaupt für Schiffe waren, wie groß die waren. Die waren riesengroß. Man sieht hier einen Vergleich zur Santa Maria. Das waren riesige Schiffe, und seine ganze Flotte war auch riesig. Das heißt, jedes dieser Dinger ist ein so ein großes Schiff dort. Und der ist dann wirklich mit seiner ganzen Flotte, siebenmal um die Welt gereist, und die haben dann Giraffen aus Afrika mitgebracht und so. Also ganz spannende Geschichte. Hat der Jim bei mir in der Firma gemacht. Und auch hier auch wieder mit der Karte, also diese ganzen Dinge, die dort drinstecken, alle Dinge der Infografik, die man eigentlich machen kann und erzählen kann, haben wir dort untergebracht. Eine Grafik
zum Thema Obst. Die hat meine Frau gemacht, die auch in meiner Firma arbeitet. Die, da haben wir uns einfach nur gefragt, was sind, wo kommt das Obst eigentlich her in Deutschland? Also 20% kommt nur aus Deutschland selbst. Das haben wir, da haben wir jetzt nicht den Schwerpunkt drauf gelegt, sondern wollten wissen, wo kommen die, die anderen 80% her und was für Obstmengen sind das eigentlich? Und auch hier ist wieder zugrunde liegend einfach eine Recherche. Und wir lieben Excel. Also Excel ist ein wunderbares Programm. Das muss man als Infografiker auch lieben. Und muss erstmal tagelang versucht man diese Daten erstmal zusammenzukriegen, um dann eigentlich nur ganz einfach so eine Torte zu machen. Das geht wirklich in Minuten hat man das eigentlich gemacht, aber diese ganze Vorarbeit ist halt so gigantisch. Eine Grafik, die ich in dem Heft gemacht habe, ist auch, wollte ich auch schon mal machen, welche Gebiete sind in der Welt eigentlich umstritten, wo streiten sich die einzelnen Länder um gewisse, da geht es natürlich um Ressourcen, wenn man den Nord- und den Südpol sich vornimmt. Deswegen hatte ich auch eine Projektion gesucht, also eine Kartenprojektion, wo beide Pole auch drauf sind und habe die auch gefunden und dann war die Idee eigentlich schon geboren. Eine sehr andere schöne Idee ist von einer Mitarbeiterin, wir haben auch alle zusammen in der Agentur diesen Film geguckt, Django. Wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte ihn unbedingt sehen, sensationell. Und sie ist halt ein großer Fan von Quentin Tarantino und hat alle Filme geguckt und selber Statistiken geführt. Wir hatten das in einem der anderen Hefte schon, wo eine andere Mitarbeiterin alle James-Bond-Filme geguckt hat, das waren wesentlich mehr, auch zweimal geguckt hat, um eigene Statistiken zu führen, wie viele Menschen wurden umgebracht und welche Waffen wurden benutzt und dort oben auch noch die Analyse, wo die Treffer gelandet sind. Also man sieht daran eigentlich auch, wie viel Spaß uns das macht. Also mit auch wir hatten ja, oder du hattest das Thema angesprochen, dass Infografiker und Wissenschaft, ich glaube, das vermischt sich gerade oder das dreht sich gerade wieder um. Ich merke so oft, dass wir eigentlich erst Wissen schaffen. Also wir gehen selber auf die Reise und sammeln Daten und gucken und die hat ja vorher noch niemand, das ist wie so der Erste am Nordpol oder am Südpol. Das heißt, diese Recherche hat noch keiner getan vorher. Und das erfordert auch eine Menge Zeit. Eine andere Grafik, wo man, glaube ich, sieht, wie viel Lust und Spaß wir an den Dingen haben, ist, wir haben uns nämlich gefragt, was kann man eigentlich für Flüssigkeiten für 1 Euro kaufen? Und so ist auch die Headline entstanden, ein Tropfen Mäusemilch für 1 Euro. Das kommt eben aus der Medizin. Ja, und die Grafik funktioniert, glaube ich, ganz einfach. Wir haben einfach aus 3 bestimmten Bereichen, nämlich Nahrung, Medizin und Technik, Kosmetik, einfach Beispiele rausgesucht und das dann visualisiert. Ich bin jetzt auch schon fast am Ende, ich komme gut hin mit der Zeit, mit den 30 Minuten. Muss natürlich ein bisschen Werbung machen für das Buch Deutschland verstehen. Ich weiß nicht, wer es noch nicht kennt. In dem Buch sind 40% der Grafiken von uns. Das ist wie so ein Rückblick der letzten Jahre, was wir alles gemacht haben, aber nicht nur von uns, nämlich auch von Kircher Burkhardt, wo ich ja vorher war. Von der Financial Times, die inzwischen eingestellt wurde, es sind wirklich, das ist so das Who is Who der deutschen journalistisch geprägten Infografik, würde ich sagen, weil wir auch von allen Redaktionen Grafiken gesammelt haben, habe ich mit dem Ralf Graue zusammen gemacht, ein auch sehr begnadeter Journalist, der auch sehr viele, ich glaube 20% der Grafiken haben wir extra nochmal für das Buch hergestellt oder herstellen lassen, haben eben Leute gesucht, die sich daran beteiligen und es ist halt einfach auch es ist nicht nur inhaltlich spannend, sondern auch einfach so ein Rundblick über verschiedene Stile, was man eigentlich alles machen kann an Infografik. Am Schluss will ich auch noch mal was Animiertes zeigen. Wir machen jetzt seit einigen Jahren schon immer für den Weltwirtschaftsgipfel, das klingt erstmal ganz groß, aber das ist der Wirtschaftsgipfel bei der Zeitung Die Welt. Aber es ist trotzdem eine Herausforderung, weil dort sitzen nämlich im Publikum, man sieht hier Frau Merkel sprechen, da sitzen nämlich die Bundesregierung und 30 DAX-Unternehmer und diskutieren über die Welt und über die Euro-Krise. Und wir haben jetzt zum zweiten Mal, also beim ersten Mal haben wir nur einen Film gemacht, nämlich diese 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland hatten wir animiert. Beim ersten Mal, beim zweiten Jahr haben wir, genau wie jetzt im Januar auch, 4 Filme gemacht. Die Filme werden immer vorher gespielt, bevor eine Diskussion losgeht. Und man sieht hier eben links von dem Test, da war ich dann dabei, weil da konnte ich leider nicht dabei sein. Das ist ein sehr elitärer Kreis da bei Axel Springer, wenn das dann passiert. Man sieht, wie groß diese Projektionswand ist. Und wir haben
dann die Aufgabe gehabt, Frau Merkel und Herrn Schäuble und Co. die Euro-Krise zu erklären. Das ist natürlich schon eine Herausforderung, wo man denkt, die müssten es eigentlich am besten wissen. Aber es hat uns sogar auch einige Aufträge generiert, unter anderem für Herrn Grube von der Bahn, für den wir eine Keynote gemacht haben, nachdem er das gesehen hatte. Also es hat uns schon einiges gebracht. Ich will mal einen Film zeigen, den ich besonders schön finde, den wir gemacht haben, jetzt im Januar, der zeigen sollte, wie die USA die Krise bewältigen oder das, um es einfach zu sagen, wir wollen ja, dass es die Vereinigten Staaten von Europa gibt und es gibt ja die Vereinigten Staaten von Amerika und wir wollten zeigen, wie es dort zum Fiskalpakt gekommen ist. Das sind ja mal solche Schlagbegriffe, die da genannt werden und ich kann diesen Film einfach mal zeigen, der ist 3 Minuten und dann sind wir auch am Ende. Müssen wir lauten? Die Geschichte der Vereinigten Staaten beginnt mit einer Schuldenunion. Sie verdanken das Alexander Hamilton, dem Mann auf der 10-Dollar-Note. Er hat 1790 die Assumption Bill durchgesetzt. Mit diesem Gesetz übernahm der Bund die Schulden aller Einzelstaaten, 25 Millionen Dollar, die aus dem Unabhängigkeitskrieg stammten. Zudem sicherte sich der Zentralstaat zugleich den Zugriff auf die Zölle und schuf sich eine stabile Einnahmequelle. Das erreichte Hamilton nur mit einem Gegengeschäft. Um die damals reicheren Südstaaten für die Schuldengemeinschaft zu gewinnen, erhielt das Land eine neue Hauptstadt. Nicht New York, Washington wurde Regierungssitz. Eine Schuldenübernahme wiederholte sich nach dem britisch-amerikanischen Krieg von 1812. Spätestens seit 1840 gab es kein Pardon für Bundesstaaten in Schwierigkeiten. Sie blieben dann auf sich allein gestellt. Die beiden Bailouts für New York von 1914 und 1975 hat es offiziell nie gegeben. Arkansas ging 1933 hingegen als einziger Teilstaat der USA pleite. Der Bund half dennoch regelmäßig mit einem Bündel an Einzelmaßnahmen. Mit Entwicklungsprogrammen zur Konjunkturbelebung oder Nothilfen nach Naturkatastrophen. Die USA sind mittlerweile längst eine Fiskalunion. Die Einführung der Sozialversicherung von 1935 und die bundesstaatliche Krankenversicherung Medicare von 1965 wirkten stabilisierend. Aber die direkte Schuldenübernahme blieb tabu. Das musste auch Arnold Schwarzenegger erfahren, der ehemalige Gouverneur von Kalifornien. Im Zuge der Finanzkrise geriet der Bundesstaat in Schieflage. Zweimal wandte sich Schwarzenegger an die Regierung in Washington, 2008 direkt, 2010 nur indirekt. Der Sprecher von Präsident Obama ließ damals ausrichten, das müssen Sie leider allein lösen. 1790 setzte Alexander Hamilton eine Lösung einer Schuldenkrise für einen Staatenbund durch, der mehr als 200 Jahre Bestand hat. Hamilton war Visionär und Pragmatiker zugleich. Ein Vorbild? Wer könnte auf den eigentümlich leeren Euroscheinen die Nachfolge des Mannes von der 10-Dollar-Bill antreten? Das war cool, weil die beiden ja auch im Publikum saßen. Ja, ich glaube, das ist so auch ein neues Feld, was wir jetzt so ein bisschen beackern, diese animierten Infografiken. Und macht eine Menge Spaß. Und man merkt auch mit diesem Sprecher, das ist auch kein unbekannter Sprecher, Harry Kühn, der das gemacht hat. Das ist immer bewundernswert, wie dieses zusammenarbeitet, also wie langsam man kommunizieren muss mit den Bildern, dass das immer passt und so. Das ist für uns auch ein ganz neues Feld, was komplett losgelöst ist von den Printgrafiken, die eigentlich ganz anders funktionieren als diese animierten Grafiken. Achso, jetzt ist das letzte Bild. Ja, das war's. Ja, vielen Dank, Jan, für den Vortrag. Es gibt schon Fragen, ich brauche gar nicht Fragen. Gehst du? Okay. Micha Schmitz-Pübisis, Frage, du hast eben gesagt, bei einer Infografik, glaube ich, 6.0, die ist nicht so sinnvoll. Wonach richtest du aus, was du sinnvoller hältst und was nicht? Ja, genau dieses Kriterium, was ich schon gesagt hatte, dass es Sinn macht, den Anfang mit dem Ende zu vergleichen, weil es dann so ein illustratives Element ist, 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland, weil da waren Arbeitslosenzahlen drin und was weiß ich,
das kann man im Einzelfall gar nicht so gut vergleichen oder ablesen. Also wir werden auch heute noch Datenvisualisierung sehen. Michael hat schon angesprochen, Kunst, also Illustration, also es vermischt sich alles so. Es geht immer alles in gewisse Richtungen, wo man sagt, jetzt ist es eigentlich nicht mehr Infografik, sondern jetzt ist es Kunst. Oder also das kann man nie so klar trennen, aber bei uns ist immer ganz klar die Information im Vordergrund und eine grundsätzliche Idee, die wir dann versuchen zu visualisieren. Aber die Information steht eigentlich schon immer im Vordergrund und nicht das Design, würde ich jetzt mal sagen. Also ich sehe mich auch eher als Dienstleister, nicht als Künstler, wobei viele, glaube ich, doch gerne Künstler sein wollen, aber nein. Okay. Horst, du hast eine Frage? Ja, kann man das hören? Achso. Jan, wie hältst du es mit der Verifizierung? Wenn du alles aus dem Internet recherchierst, gibt es ja viele Daten, die einfach unzuverlässig sind. Mhm. Checkst du das alles zwei- oder dreimal oder wie ist dein Filter für die Wahrheitsfindung? Ja, tolles Wort. Die Wahrheitsfindung, da bin ich auch immer, ich versuche halt so nah dran wie möglich zu sein. Wir haben ja auch bei den BDK-Jobs, du weißt es, da haben wir auch die Schwierigkeiten, dass wir in wenigen Tagen diese Daten recherchieren müssen. Und Wikipedia ist zum Beispiel eine ganz schlechte Quelle, könnte ich keinem jetzt wirklich empfehlen. Das ist immer ein guter Startpunkt, um irgendwas zu recherchieren, aber es ist unheimlich anstrengend, weil diese Datenmenge auch immer größer wird, also der Dschungel immer größer wird, wird es immer schwieriger, Daten oder gute Daten zu finden. Und ich gehe tatsächlich immer wieder in die Bibliothek oder ich suche mir alte Bücher, die eigentlich bessere Quellen sind, also sehr oft. Oder ich muss sie halt selber nochmal ermitteln. Ich habe mein berühmtes Beispiel von der Berliner Mauer, wo ich halt irgendwie 2 Jahre selber die Mauer mal vermessen habe oder die Daten gesammelt habe, was vor mir noch keiner gemacht hat, komischerweise. Aber danke, hallo. Nutzt ihr irgendwie ein Tool, um die Daten zu verwalten, zu sammeln? Nicht wirklich, jetzt außer Excel, was einfach ein super Tool ist, um sowas zu tun. Oder jetzt mit größeren Datenbanken haben wir eigentlich weniger gearbeitet. Aber und den Bleistift und ganz viel notieren und das Gehirn ist das beste Tool eigentlich, was man hat. Ja, also ich glaube, dass die Anzahl der Grafiken, die es nicht schaffen, visualisiert zu werden, unendlich viel größer ist als die, die es dann schaffen. Jetzt mal unabhängig von der Auftragsgebung, nach welchen Kriterien entscheidest du, welche Grafik jetzt tatsächlich auch mal dem Markt angeboten wird, unabhängig von einer Auftragslage? Wonach ich das entscheide? Ihr habt ja bestimmt irgendein Brainstorming, was könnten wir visualisieren, was könnten wir anbieten? Liegt da mehr die Aktualität im Vordergrund oder eher schon mal Themen, die gerade eben nicht mehr lange im Fokus waren? Wie geht ihr da an die Themenfindung allgemein ran? Ja, beides. Also es gibt nichts, was wir nicht machen, würde ich sagen. Also es gibt wirklich persönliche Ambitionen von Mitarbeitern. Und wir haben auch Gastautoren, denen ich sage, hier habt ihr meine Seite, jetzt könnt ihr mal endlich mal was machen. John Gimbelt hat eine tolle Seite bei uns gebaut, weil er dann endlich mal das machen konnte, was er vorhatte. Das ist, glaube ich, auch der beste Aspekt. Also wenn ein Infografiker mit dem Material, was er eigentlich bearbeiten soll, auch noch persönlich verbunden ist, ist das eigentlich die beste Voraussetzung. Nichts ist schlimmer, als wenn ich jetzt irgendwie eine Grafik machen muss über etwas, was ich nicht mag oder keine Ahnung, oder wenn ich jetzt über Fußball eine Grafik mache und ich keine Ahnung von Fußball, ist es besser, ich nehme den Mitarbeiter, der eben Ahnung davon hat. Okay, noch eine Frage. Ah ja. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Nutzungsrechte lege ich sehr viel Wert drauf. Deswegen haben wir ja auch oft dass wir schon vorher die Grafiken machen, die wir erwarten, dass die Anfrage kommt. Da könnte man auch noch einen ganzen Tag drüber referieren, über Nutzungsrechte, ist aber sehr, sehr wichtig. Also auch gerade, wir leben eigentlich auch zum größten Teil von den Nutzungsrechten, weil, glaube ich, ungefähr 5% unseres Umsatzes machen wir eigentlich durchs Wiederverkaufen. Also ich nenne das immer schon meine Rente irgendwie. Also Nutzungsrechte sind für Infografiken extrem wichtig, würde ich mal sagen. Bei Design ist es halt immer so eine Sache, aber Fotografie ist ja auch schon sehr stark vertreten oder gibt es einfach ganz klare Regelungen. Bei Infografiken gibt es immer noch keine klare Regelung. Die meisten denken immer, wenn ich die kaufe, dann ist das meine oder so und kann damit machen, was ich will. Ja. Ich hab tatsächlich selber noch eine einzige Frage. Die Bandbreite eurer Arbeit, jetzt nicht nur inhaltlich, was wir gesehen haben, sondern auch grafisch, ist enorm.
Wie entscheidet ihr, welche stilistische Form ihr einsetzt? Hat es sehr stark mit dem Inhalt was zu tun oder ist es frei? Experimentiert ihr? Wie geht ihr da vor? Ja, auch wieder alles, aber in Wirklichkeit hat es wirklich mit dem Inhalt zu tun. Also wenn wir jetzt diesen Admiral Seng He machen, dann möchte man eigentlich solche 3D-Grafiken sehen und kein Diagramm. Oder. Dann überrascht mich die Fußballgrafik. Ja, also am Ende ist es immer ein bisschen, also bei dem In Graphics Magazin muss man wirklich sagen, das ist unser großer Spaß. Da probieren wir auch Sachen aus, das kann auch schief gehen. Ich würde bei vielen Grafiken das vielleicht anders machen als meine Mitarbeiter, aber ich lasse sie das durchaus so machen, wie sie das wollen, damit sie auch dabei lernen. Also es hat auch einen gewissen Lerneffekt. Man korrigiert hier und da, aber ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, dass jeder sich persönlich auch damit identifiziert, was er macht. Okay, gut, dann machen wir jetzt eine kurze Pause, maximal eine Viertelstunde, und würde bitten, dass wir pünktlich wieder da sind, damit wir weitermachen können, nicht zu viel Zeit verlieren. Bei der Toilette bitte so nacheinander, es gibt nur ein paar.